So, ach, geben wir dem Untoten ein bisschen Geld. Oh, hier gibt es für so viel Geld eine Flasche, das ist ja Wahnsinn. Oh, das passt sogar, das ist ja. Wow, das ist Wahnsinn. So, Unkrautvernichter und Tötung. Pss, 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 pss. Oh, das war wahrscheinlich schnell wirkender Unkrautvernichter. Wir haben immer noch den Rollerschlüssel. Gibt es etwas an dem Roller, das wir noch aufschließen können? Ich kann die Butterrolle zwar nicht fahren, doch vielleicht hilft er mir trotzdem weiter. Und nu? Ach, da fehlt das Rad. Das Rad ist im Arsch. Ein Skelett wandert über den Friedhof. Laut den Raben soll ich mich hier nicht von Toten fürchten. Ja, weil Tote, das weiß man ja, das sind die nettesten Freunde, die man haben kann. Was wollen wir jetzt hier? Eine Taschenlampe? Und ein Amulett. Das Amulett wissen wir ja, wo es reinkommt. Nämlich hier. Okay. Einen grünen Schädel. Okay, Quatsch mit dem Skelett. I remember nothing except I need to dig up this plant. Ich weiß nur noch, dass ich diese Stelle umgraben muss. Warum machst du das mit der Hand? Oh, hier fehlt ein Herz. Herzzerreißend. So was. Ah. So, da fehlt also noch ein blaues Juwel. Die Zahl 1438 sieht wie ein Code aus. Ich sollte diese Zahlen im Hinterkopf behalten. So, 14, 8, ja, so, oder 1, 4, 3, 8. 1, 4, 3, 8. So, können wir den Schädel hier reinmachen? Ja. 1, 4, 3, 8. 1, 4, 3, 8. Ah, noch ein Schädel. Aber warum auch nicht? Liegt ja nicht genug auf dem Friedhof rum. Vor allem, was ich auch geil finde, er weiß genau, wo die Schädel reinkommen. Er war noch nie in diesem Dorf, Stadt. Ich weiß ja nicht mal, wie die Stadt heißt hier, wo wir sind. So, da kommen wir nur zu dem Skelett. Der Würfel hier vorne hat nichts zu sagen. So, können wir hier durchgucken. Um die Kapelle zu öffnen, muss ich die richtigen Schlüssel finden. So, hier ist nur das. Da können wir nicht. Achso, Taschenlampe. Wir können jetzt dieses hier hell machen einmal. Dann nehmen wir uns den Schädel mit. Ah, sehr vertrauenswürdig. Oh Mann, jetzt begehen wir Grabraub. Auch nicht schlecht. Hey, grüß dich, Mann. Hast du abgenommen oder was? So, was bringen wir? Fernglasfrosch, hier ist der Frosch. So, Fernglas. Ein Glas für die Ferne. Brauchen wir ein Fotoapparat? Ja. Ach, der winkt mir sogar zu. Mensch, ja, grüß dich. Wie ist es dir ergangen? So, Fernglas. Jetzt mal im Ernst, wo ist das Fernglas? Nee, die Figur hat es nicht um den Hals. Hier ist so eine Eule. Huch. Zwei Äxte suchen wir auch noch. Hier ist ein Stiel. Für einen Spaten. Okay. Zwei Äxte. Die arme Skelett sind mir im Weg. Vor allem die Arme. Da hast du nur einer. Warte mal, können wir mal eine Waffe? Ach, hier ist eine Axt. Nee, das können wir nicht öffnen. Können wir uns den Speer nehmen und den Arm abkloppen? Nein. Hier ist das Fernglas.
Eine rote Flasche, Tulpe, Lupe und noch eine Axt. Ach, hier können wir das Ding umhauen. Eventuell. Ist das hier eine Axt? Das sieht für mich aus wie eine Axt. Ach, die ist ja Spaten. So, eine Maske. Brauchen wir das da hinten irgendwie? Achso, der Stern. Das ist so ein Stern. Achso, die Arme ist. Da. Die Arme ist geletzend im Weg. Womit kann man denn das Ding zufallen lassen? Ach, hier ist die Tulpe noch, ne? Lupe. Wer versteckt denn in einem Grab eine Lupe? Jetzt mal ganz im Ernst. Lupe, hier ist eine Maske. Unter dem Helm ist nichts. Oh, einen Stein können wir nehmen. Ja. Rums. Zu damit. So, Lupe und noch eine Axt. Ah, jetzt geht's auf einmal. So, die Lupe. Die Lupe. Lupe, 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 Lupe. Eine Lupe. Wo ist die Lupe? Da ist die Lupe. Einen Spaten. Ja, hier hast du das Skelett. Kannst du graben jetzt. Ach, nun ist er zufrieden. Nun kann er wieder gehen. Warum ist das eigentlich abgesperrt? Nun steht er da. Info, was soll man jetzt damit machen? Entferne alle farbigen Kugeln. Drei Kugeln derselben Farbe verschwinden, wenn sie miteinander in Berührung kommen. Drehe die Scheibe mit Hilfe der Pfeile um 90 Grad im oder gegen Uhrzeigersinn. Ach, hier die Pfeile. Ach, die fallen nur. Ah. Machen wir es so. Ah, verdammt. So wollte ich es jetzt nicht machen. Nee, so auch nicht. So ist ja schon mal blau weg wieder. So. Geht ja Gott sei Dank auch ums Eck. Wenn ich das jetzt nochmal drehe, dann... Ach, nicht ganz. Das haben wir gleich. Kompass, schließe 5 Minispiele ab, ohne zu lösen. Das waren 5 Minispiele? Ein Buch gibt es ja. This book holds great power, and not everyone can handle it. The previous owner ended up burying it in the cemetery. Dieses Buch besitzt eine große Kraft, doch nicht jeder kann damit umgehen. Der vorige Besitzer hat es letztendlich auf dem Friedhof vergraben. Legend has it that this book was a gift to the tribes who lived here many centuries ago. The book keeps the power of fire. Die Legende besagt, dass dieses Buch ein Geschenk für die Stämme war, die hier vor vielen Jahrhunderten erlebten. Das Buch bewahrt die Kraft des Feuers auf. I was not sure about your abilities, but finding the book is quite an accomplishment. Now you can brave cold and winter. Who knows? You may even survive this ordeal. Ich war mir in Bezug auf deine Fähigkeiten unsicher, doch das Auffinden des Buches ist eine beachtliche Leistung. Nun kannst du Kälte und Winter trotzen. Und wer weiß, vielleicht überlebst du die Prüfung sogar. Brennende Seiten. Finde das Buch. Nimm diese Rune auf. Okay. Welche Rune?
Platziere die Rune auf dem Kreuz auf dem Schauplatz. Welchen Schauplatz? Das ist einmal die Kirche. Friedhofstor. Hier steckt ja irgendwo eine Rune drin. Marktplatz. Stadttor. Flugzeug. Jetzt haben wir noch einen Film. Einen Rahmen. Was ist denn das? Platziere die Rune auf dem Was denn für ein Schauplatz in drei Gottes Namen? Wie siehst du denn aus? Klicke auf das Buch des Feuers an der linken Seite des Inventars und platziere die in der Laterne und platziere die erste Rune auf der Laterne am Marktplatz. Ach so, ist das gemeint. Welche Laterne? Ich kann hier keine Laterne anwählen. Die Laterne hier oder was? Jetzt ist ja hier. Hat sie eigentlich auch eine Karte? Handbuch. Das will mir irgendwas sagen. Ich kann hier nicht anwenden. Vielleicht hier drauf. Was war das jetzt? Ja, auf die Laterne. Warte mal, wo ist denn da die dran? Hier. So, das ist irgendein Grab. Das hier. Aha, okay. So, jetzt haben wir da noch ein Oh Gott, jetzt müssen wir uns hier noch genau umgucken. Ein Schild oder sowas, was den Mund weit aufreißt. Nach da oben. Ah, ja, ist verflucht. So, warte mal, hier vorne ist das. Was genau ist das denn? Das ist... mal gucken, wo das sein könnte. Das ist ein Fenster... Ah, hier ist es. Schmilzt das Eis an einer Museumstür mit dem Buch des Feuers. Sehr beeindruckend. Das ist nicht immer effektiv. So, ab rein ins Museum. Das ist Mario!
Das Buch des Feuers sagt mir, dass ich alle Orte finden muss, die auf den Runen abgebildet sind und die Runen dorthin zurückbringen muss. Hier lünscht mich irgendwas böse an. Nee, du bist das auch nicht. Ah, hier. Dann du hier. Was bist du? Der Roller. Und das da. Ach, einfach mal ein bisschen Wärme in die Bude reinbringen, genau. Heißes Blut, Tower auf. So, wir haben einen Rahmen, eine Filmspule. Können wir jetzt nochmal ins Museum reinrennen jetzt? Das Eis wird zwar versperrt, mir den Weg ins Museum. Ich muss irgendwie an das Biest vorbeikommen. Gulliver! Nein. Kann man die Filmspule nach ihm werfen? Nein. Okay. Das heißt, wir müssen das Vieh irgendwie ablenken. Mit dem Roller. Ach, hier fehlt was. Mit der Hilfe des Rollers kann ich die Werkstatttür öffnen. Hätte das sein können. Dass wir die Filmspule hier irgendwie rumwickeln können. Okay, das geht nicht. Ah, jetzt ist hier die Tür offen.